Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal des Kleinbauers. Und heute, liebe Freunde, habe ich gute Nachrichten und gutes Wetter am Start. Wir gehen direkt mal los. Wir haben ja im letzten Video festgestellt, dass der Reifen der Presse ein wenig, wie sagt man das am besten, im Arsch war. Und das Originalrad, das ist auch beim Heupressen geplatzt gewesen. Jetzt haben wir das Ganze hier. Und zwar habe ich jetzt hier einmal eine neue Decke drauf gemacht. Also Decke ist immer der Reifen an sich selbst. Und einen neuen Schlauch eingezogen. Wichtig ist immer, dass ihr sowas hier beachtet. Hier dürfen zum Beispiel nur 2,5 Bar drauf. Und hier steht 2 Bar. Naja, egal. So, gutes Wetter ist heute auch noch. Das ist die nächste gute Nachricht. Endlich wieder Sonne. Ich meine, in den letzten Tagen, da war es immer so ein bisschen fröstelig draußen, regnerisch. Und das ist halt einfach nervig. Weil wir wollten eigentlich mähen und das geht momentan noch nicht. Ja, aber dafür können wir andere Sachen machen. Wir können das Rad auf die Presse draufziehen, das machen wir jetzt gleich. Und in das Heckmähwerk, das wir im letzten Video getestet haben, wer das nicht gesehen hat, checkt das nochmal aus. Da wollen wir neue Messer drauf machen. Genau. Ja, also wir fangen jetzt am besten mit der Presse an. Aber erstmal müssen wir das Frontmähwerk, was ich jetzt noch am Samen dran habe, abmontieren. Da haben wir auch so einiges gemacht. Und zwar sieht das so aus, hier ist einmal das Heckmähwerk und einmal das Frontmähwerk. Wir müssen hier auch noch so ein paar Sachen erledigen. Der Frontschutz, der direkt am Schlepper dran sitzt, der sitzt normalerweise hier so, der ist nicht dran. Den müssen wir noch dran machen. Und hier haben wir auch schon eine kleine Mähprobe mal gemacht gehabt. Das ist auch ganz gut gelaufen. Dann haben wir hier nagelneue Messer eingesetzt. Und das sind dann quasi neue. Mal hier. So. Das sind halt quasi so etwas ältere Messer schon, die ich dann auch wechseln werde. Ja, hier haben wir einmal das Rad, was wir momentan in der Presse dran haben. Aber das ist ja nicht das Original. Ja. Und deswegen tauschen wir das und das nehmen wir als Reserve. Fertig. So, jetzt kann es losgehen. Handbremse, liebe Leute, ist immer ganz wichtig. Und dann können wir langsam. Das Mähwerk heben. Das sieht dann so aus. So. Und dann stellen wir das Mähwerk erstmal ab. Ja, wie gesagt, jetzt stellen wir das Mähwerk ab. Hängen danach die Presse an, weil momentan brauchen wir das Frontmähwerk ja nicht. So. So, wo stellen wir es denn am besten mal hin? Ich glaube, wir stellen es wieder da hinten in den Schuppen. Ja, wobei. Ja. Doch, da können wir es hinstellen. Ja, stellen wir es hinten rein. Dann fahren wir einmal rückwärts. Ja, Freunde, wenn euch momentan so die Videos so ein bisschen gefallen, dann freut mich das natürlich. Jetzt ist da die eine Seitenwand runtergeklappt. Beziehungsweise, was ich damit sagen will, wenn ihr Bock habt, weiter zuzugucken, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, weil so verpasst ihr auch nichts mehr. Also kleine Werbung an der Stelle. So, jetzt stellen wir das Ganze einmal ab. Jetzt hängen wir draußen mal ab und dann geht's weiter. Nach etwas längerem Herumspielen habe ich es dann doch geschafft und habe das Ganze abgehangen. Jetzt geht's an die Presse.
Wir haben hier einmal schön die. Oh Mann, ey. Wir haben hier das Rad. Und hier haben wir das neue Rad. Und um das zu machen, müssen wir natürlich einmal ganz kurz das Türchen aufschieben. Entriegelung raus. Jo, das reicht schon. So. Jetzt, liebe Freunde, brauchen wir das gute Gerät hier. Den Wagenheber. Schön am Sonntag Krach machen, macht man normalerweise nicht. So, jetzt nur noch gut platzieren. Left Zeit. So, dann einmal feststellen. Euch stelle ich mal ab kurz. Zack. Und jetzt geht's los. So. Hier den Rest machen wir dann mit der Hand. So, dass die Presse eine gute Höhe hat. So. Das reicht schon. Jetzt geht's los. Wir haben hier einmal 19 mm Nuss, Schlagschrauber, ein bisschen Luft und let the magic begin. Gucken, ob es in der richtigen Richtung ist. Falsche Richtung. Dann die Schrauben, die Radmuttern leicht ansetzen. So. So. Drehmomentschlüssel und ziehen noch mal alle nach. Aber vorher müssen wir erstmal das gute Material wegräumen. Und ich habe da so eine geile Rolle. Oh. Weil Schlauch aufrollen ist immer doof.
geht's richtig rund hier. Und zwar nehmen wir jetzt unser Werkzeug, das ist diese komische Gabel. Dann klappen wir einmal hier das Ganze hoch. Und da sehen wir schon die beiden Trommelmähwerke. So, jetzt wird's Zeit fürs Messer wechseln. Beziehungsweise, ja. Also manche würden jetzt sagen, sie sind noch gut oder man kann sie nochmal schärfen. Ja, aber ich würde die trotzdem neu machen. Also jetzt in meiner Situation mache ich das auf jeden Fall. Da ich auf jeden Fall noch genug Reserveklingen habe. So, es sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. Wir gehen mit der Gabel hier rein. Ja, das war's dann auch für heute sozusagen. Liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Denn wir sind kurz vor den 2000. Ja, erstmal Props gehen raus an euch, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Ich bin euch da sehr dankbar. Auch, dass die letzten Videos so gut bei euch ankommen. Das freut mich enorm. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, was ihr in den Videos mal sehen möchtet, dann sagt das doch gerne. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, Presse ist wieder fit. Heckenwerk ist fit. Jetzt kann die Heuernte kommen. Jetzt müssen wir nur aufs Wetter warten, weil das macht uns gerade momentan so ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Like das Video doch gerne und leitet das Video mal weiter. Wenn es euren Freunden auch gefällt, dann ist das natürlich super, Freunde. Macht's gut. Schönen Sonntag euch.